Nun ist der Kollege Michael Fietz für die Fraktion von CDU/CSU. Und ich bitte noch mal um die entsprechende Aufmerksamkeit. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ist alles gut in Mali? Sicherlich nicht. Aber ohne die Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft und über einen Baustein dieser Einsätze reden wir heute, sehe es nach meiner tiefsten Überzeugung noch viel schlimmer aus. Seit Beginn der europäischen Ausbildungsmission im Süden Malis ist einiges im Friedensprozess bewegt worden. Diese Fortschritte würden wir riskieren, wenn wir unsere Beteiligung an EUTE im Mali nicht fortsetzen, unsere Partner im Stich ließen. Erreicht die humanitäre Nothilfe die Menschen im Mali, die diese wirklich benötigen? Gelingt unsere Entwicklungszusammenarbeit auch in entlegenen Teilen des Landes? Wo in Mali finden wir eine funktionierende Zivilgesellschaft und staatliche Strukturen? Unser Einsatz in Mali ist ein wichtiger Teil der Antwort auf diese Fragen. Sicherheit, Stabilität, Frieden. Diese Dreifaltigkeit treibt unser Engagement weiter an. Wir wollen Perspektiven für die Menschen vor Ort mitentwickeln. Deutschland ist weiterhin bereit, Mali auf seinem schwierigen und sicherlich langen Weg zu begleiten, gemeinsam mit unseren Partnern. Wir stehen zu unserer internationalen Verantwortung, auch aus eigenem Interesse. Wir haben ein vitales Interesse daran, Terrorismus, Kriminalität, Armut und Elend entschieden zu bekämpfen. Wenn wir diese Herausforderungen nicht vor Ort lösen, eine Binsenweisheit, die nicht wirklich neu ist, dann kommen sie unweigerlich zu uns. Und der Friedensprozess in Mali gestaltet sich zäh. Mit Beginn des internationalen Engagements hat sich die humanitäre Situation allgemein verbessert. Ein verlässlicher Zugang für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit ist aber immer noch nicht flächendeckend gegeben. Die Sicherheitslage ist fest verknüpft mit der Gemengelage im westlichen Afrika. Fragile Staatlichkeit, internationale Terrornetzwerke und organisierte Kriminalität. Sie destabilisieren die ganze Region und fachen den Konflikt immer wieder an. Der Schmuggel von Drogen, Waffen, Menschen ist allgegenwärtig. Dies hat Auswirkungen auf Deutschland und Europa, wurde hier ausreichend dargestellt. Daher bleibt es richtig, dass wir uns weiter in Mali einbringen. Worum geht es konkret bei der Fortsetzung der europäischen Ausbildungsmission? Um Weiterentwicklung von Ausbildung und Beratung der malischen Sicherheitskräfte, den Ausbilder ausbilden, um die Ausbildung auch der Streitkräfte der übrigen G5 Sahelstaaten zur grenzübergreifenden Handlungsfähigkeit und um Schutz und Unterstützung im Sanitätsdienst und der Logistik, gerade auch Unterstützung der Einsatzkräfte von MINUSMA im Norden. Und durch die Fortsetzung des Mandats senden wir weiterhin ein deutliches Signal an unsere europäischen und westafrikanischen Partner. Deutschland bleibt einer der größten Truppensteller der Mission. Zahlreiche Soldatinnen und Soldaten dienen dort für unser Land. Und erst im März habe ich persönlich Panzerpioniere vom Standort Holzminden aus dem Zentrum meines Wahlkreises nach ihrem Einsatz in Mali wieder zu Hause begrüßen können. Und ein besonderes Merkmal unserer Pionierausbildung ist die Vermittlung von Menschenrechten. Der menschenwürdige Umgang mit überwältigten Gegnern ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung seit Beginn der Mission. Dies wird auch in der malischen Gesellschaft anerkannt. Das ist eine wichtige Botschaft und spricht für die hervorragende Arbeit unserer Kräfte vor Ort, für die Qualität unserer Bundeswehr. Und ich bin stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten und dankbar für den Einsatz, den sie täglich leisten. Und meine besondere Anerkennung gilt ihren Angehörigen, die jeden Einsatz mittragen und mit ihren Familienangehörigen, mit ihren Vätern, Müttern, Kindern mitfiebern. Und Gleiches gilt für die zahlreichen und vielen zivilen Einsatzkräfte, wie Mitarbeiter des Roten Kreuzes und die Polizisten von EUTAP, sowie unsere Einsatzkräfte in der UN-Mission MINUSMA. Wir verfolgen einen vernetzten Ansatz, auch mit bilateralen Abkommen. Projekte der zivilen Krisenprävention kombinieren wir mit Entwicklungszusammenarbeit. Wir leisten einen ausgewogenen Beitrag zur langfristigen Ertüchtigung Malis. Unser dortiges Engagement ist gut abgestimmt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Frieden, Stabilität und Sicherheit nur im Zusammenspiel aller Instrumente und Partner möglich ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Beteiligung an der Mission ist weiterhin richtig und notwendig.
Ich bitte um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit schließe ich.